seit 3 Spielen ungeschlagen. Der HSV kommt einfach nicht zur Ruhe. Gestern trat der Aufsichtsratsvorsitzende Udo Bando aus gesundheitlichen Gründen zurück. Und seit gestern tagt der Aufsichtsrat nun ohne ihn und unter dessen Nachfolger Horst Becker, auch um über die Zukunft des Sportdirektors Dietmar Beiersdorfer zu entscheiden. Allen Unruhen zum Trotz will der neue Trainer Huub Stevens aber heute bei seiner Heimpremiere den leidgeprüften Hamburger Fans endlich den Punkte kostete. Die späten Gegentreffer, sie sind natürlich nicht nur Pech oder Zufall. Sie deuten durchaus auch auf fehlende Konzentration, mangelnde Fitness oder akute Mutlosigkeit hin. Gut eine Woche hatte Huub Stevens gerade mal Zeit, sein neues Team auf das wichtige und vielleicht schon alles entscheidende Spiel heute gegen Dortmund vorzubereiten. Nicht viel. Was er alles hat ändern können in dieser kurzen Zeit, das sagt uns jetzt Gerhard Delling.